Warum ich alle Platin-Coins verkauft habe. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In diesem Video geht es darum, warum habe ich alle Platin-Coins verkauft? Das wollt ihr bestimmt wissen. Platin-Coins ist sowieso ein Projekt, eine Firma, ein Krypto-Projekt, was ja auch öfters in der Kritik stand, und ich möchte euch hier heute wirklich zeigen, nachher gehen wir gleich an meinen PC, warum ich alle meine Platin-Coins verkauft habe und warum ich nicht mehr wirklich an dieses Projekt noch in Zukunft glaube, beziehungsweise warum andere Investments viel, viel spannender sind. Man muss dazu sagen, ich bin nicht allzu tief drinnen in das Thema Platin-Coin. Ich habe auch nicht allzu viele Coins davon gehabt. Aber ich hatte trotzdem jetzt vor kurzem mal ein Produkt ausprobiert gehabt, hat es ein bisschen verglichen eine Zeit lang. Ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die in Platin-Coin involviert sind, und das auch fünfstellig mit in höheren Summen. Und da werde ich euch noch zeigen, was eine Kollegin von mir rausgekriegt hat, die über 12.000 Euro in Platin-Coin gesteckt hat in den letzten 4 Jahren. Was hat sie rausgekriegt? Und da werde ich euch Gegenbeispiele zeigen, wie man hätte sein Investment noch anders anlegen können und wie ich die Zukunft einschätze mit Platin-Coin. Und das werde ich euch gleich alles zeigen. Ich würde sagen, wir gehen an meinen Computer. Let's go! So, zurück an meinen Computer. Wir sehen jetzt hier den Platin-Coin-Chart. Ja, wir sind bei 2,53 € CoinMarketCap, Rang 906. Ja. Und ich hatte mir damals bei Platincoin diese PLC-Farm geholt, ja. Da wurde geworben 30% im Jahr. Es gab verschiedene Größen und die Gratis-Version war 74 Coins. Und du solltest halt diese 30% im Jahr kriegen, ja. Das heißt, ich habe da wirklich sehr wenig investiert, aber ich habe gedacht, dieses Produkt kannst du mal holen und lässt die Coins einfach liegen. Ich habe damals, glaube ich, 74 mal 2,5 bezahlt, ja. Nur 185 plus diese 30%, aber ich habe wirklich vorgehabt, sie über Jahre liegen zu lassen, ja. Und mir hat das Produkt gut gefallen. Ich war auch bereit, nochmal extrem nachzulegen, ja. Das war erstmal so ein Testing gewesen von mir, ja. So, und dann gab es aber ein paar Änderungen, die haben mir gar nicht gepasst, ja. Und ich habe mich mal ein bisschen tiefer mit der ganzen Thematik beschäftigt, ja. Und ich komme auch gleich auf meine Kollegin zu sprechen, was hier natürlich der Oberhammer ist, ja. Wenn wir das jetzt wirklich mal gleich vergleichen werden, ja. Also, ich habe von diesen 74 Coins, habe ich halt diese 30% gekriegt, sollte eigentlich jährlich sein, aber ich habe irgendwie das auf einmal ausbezahlt bekommen, irgendwie 22 Platin-Coins, die waren jetzt, 74 waren geblockt, 22 habe ich sozusagen geschenkt gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jährlich ist oder ob das schon für diese 10 Jahre gerechnet ist, weil die sind jetzt 10 Jahre geblockt. Und diese 22 mal, ich kann jetzt diese 2,53 € da rechnen. Rechne 2,5. Ja, habe ich knapp 55 € obendrauf gekriegt. Bei das Geld, was ich reingesteckt habe, sind das ungefähr 30%. Ja. Klingt nicht schlecht, wenn es jährlich ist. Wenn es für 10 Jahre ist, ist natürlich ein ganz schlechtes Geschäft. Ja. Muss man natürlich sagen, obwohl jetzt auch 30% für eine neue, relativ neue Kryptowährung. Gut, sie sind jetzt 5 Jahre auf dem Markt, Platincoin. Aber da das Kapital gebunden ist und du das nicht jederzeit auszahlen kannst, ist es ein High-Risk-Investment, ja, mit 30% im Jahr. Das muss man wirklich schon so sagen. Und das Verrückte jetzt hieran ist noch, wir schauen uns mal den Chart an. Hier geht eigentlich gar nichts, ja. Wenn wir jetzt mal schauen, wie sind hier 21, und hier war der Chart im Mai noch bei 5 € gewesen, und seit September 20 bewegen wir uns eigentlich bei 2,25 €. Warum? Ja, weil vorher hat CoinMarketCap das nicht richtig gerechnet gehabt. Da wurde hier nur, wenn wir jetzt hier sehen, das meiste Volumen entsteht hier über Coinsbit, und Coinsbit ist eine eigene Börse von Platincoin, soweit wie ich weiß. Und da wird der Kurs halt gehandelt mit 5 bis 6 Dollar. Aber ich kriege hier kaum meine Platin-Coins verkauft, ja, und wirklich nur in ganz kleinen Mengen. Das heißt, ich muss auf größere Börsen gehen. Die sind jetzt noch bei Bithumb Global. Und da wird der Coin mit 2,09 € gerechnet, ja. Und das haut schon wieder hin, was CoinMarketCap
Hier sagt, wir haben einen Durchschnittspreis von 2,53 €. So, das hat sich hier die ganze Zeit wirklich überhaupt nichts getan. Und das sehen wir auch auf eine Jahresstatistik, ja, in einem Jahr 0,8% gemacht. Das ist ja nichts, ja, im Kryptomarkt. Ich muss dazu sagen, sie wollen ja die Linie fahren mit einem Stablecoin, ja. Weil damals, wo die Trader hier die Coins hochgetradet haben auf 50 Euro, ja, wann war das da gewesen? Ja, das war so im Juni, Juli war der Coin bei 50 Euro gewesen. Und das lag aber daran, weil die meisten Coins geblockt gewesen sind von den Mitgliedern, die diese verschiedenen Platin-Coin-Pakete gekauft haben. Und es gab nur ganz kleine Menge an Platin-Coins auf den Börsen. Und die Trader haben es richtig hochgetrieben, den Kurs. Und da hat der Alex gesagt, von Platin-Coin, der CEO und der Founder, wir möchten nicht, dass die Trader diesen Coin hoch und runter pushen. Wir möchten einen Stablecoin haben, ja. Aber da haben, ja, denn ist eigentlich seit September 2019 ist ja eigentlich kaum was passiert mit dem Kurs, ja. Und die Produkte, die sie haben, sind innovativ, muss ich zugeben, ja, wie diese Farm. Sie waren eine der ersten, die dieses Farming angeboten haben. Aber es kommt halt nichts bei raus, ja. Es ist einfach totes Kapital, es ist verbranntes Geld. Und das beste Beispiel ist jetzt das hier, was ich angesprochen habe. Das ist jetzt von einer Kollegin, die hatte 2017 12.000 Euro in den Platin-Coin gesteckt. Und wenn wir das Ganze uns jetzt angucken, hat sie jetzt in Spending 12.000 Platin-Coins. Ich glaube, sie hat sich hier schon mal was auszahlen lassen von ein paar tausend Coins. Aber es ist ja wirklich nichts hier, was jetzt noch da zur Verfügung steht, ja. Und jetzt aktuell kann sich 1.500 auszahlen und sie hat mir gesagt, aktuell geht hier oben gar nichts weg, ja. Das heißt, da kommt nichts hinzu, weil ich glaube, früher hat sie irgendwie, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, irgendwie 100, 250 Coins im Monat wurden da abgezogen. Aber jetzt aktuell geht da gar nichts mehr, ja. Und selbst wenn wir jetzt mal diese 12.000 Coins rechnen plus diese 1.500 und wenn sie sich mal was auszahlen lassen hat, ja, rechnen wir jetzt mal, grob gesagt, mal 15.000 Coins. Ja, und diese 15.000 Coins mal den aktuellen Kurs, da kommen wir ja auf, habe ich einen rechten Fehler gehabt, 15.000 mal diese 2,5, ja, kommen wir auf 37.500, das heißt, 12.000 hat sie reingesteckt. Da kommen wir auf einen Gewinn von 25.500. Ist jetzt nicht schlecht, aber muss natürlich sagen, das Investment läuft schon 4 Jahre. Und das meiste Geld kommt sie ja gar nicht ran. Ja, das heißt, wer weiß, ob sie es überhaupt nochmal ausgezahlt kriegt. Das ist totes Kapital. Und wo sie eingestiegen ist, können wir jetzt auch gerne mal vergleichen mit anderen Kryptowährungen. Ja, wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, ja, wenn wir jetzt mal den Bitcoin nehmen, was der damals da, preistechnisch hatte, 2017, 2018. Ja, da war, sagen wir mal, beim Höchststand rein, 19.000 oder sagen wir mal 15.000, 16.000, vielleicht ein Durchschnitt. Man müsste jetzt genau ausrechnen, wann sie eingestiegen ist. Vielleicht war der Bitcoin-Kurs auch auf 8.000 gewesen, ja. Aktuell steht er auf knapp 50.000. Ja, das heißt, da hätte sie ihr Geld schon mindestens dreimal verdreifacht bis vervierfacht. Ja, das heißt, diese 12.000, die sie reingesteckt hat, mal rechnen wir jetzt nicht mal das Vierfache, nicht das Dreifache, sondern die 3,5, kommt sie auf 42.000, ja, minus diese 12.000 und das Geld wäre jetzt auszahlbar, ja, 30.000 von oben. Hätte sie das Geld in Ethereum reingesteckt, hätte sie ja ähnliche Renditen gehabt, wenn nicht sogar noch höhere. Und da kommt sie einfach nicht an dieses Geld ran, ja, dieses Geld ist jetzt hier geblockt, diese 12.100. Und damals hatte ich den Account von ihr verwaltet gehabt und ich hatte es damals mit beobachtet gehabt, dass der Kurs hier oben ist bei 50 Euro. Und da habe ich gesagt, sofort alles verkaufen, aber die Coins, die wurden nicht freigegeben, ja, weil das Problem ist natürlich hier an den ganzen, wenn Platin Coin diese ganzen Pakete, die ganzen Coins freigeben würde, ja, das würde den Markt völlig überschwemmen und der Kurs würde hier komplett einbrechen, ja. Der würde hier runterfallen, wahrscheinlich auf 30 oder 20 Cent.
Weil einfach, es gibt einfach zu wenig Leute auf dem freien Markt, die Platin Coins kaufen würden, ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, Platin Coin war auch mal Platz 400, 500 gewesen und nicht Platz 906. Und ich kenne auch einige Experten, die beschäftigen sich viel mit, ja, mit Handelsvolumen, was den Kryptomarkt angeht. Und die haben zu mir gesagt, Marc, bei Platin Coin ist es so, 80, 90% ist Market Maker, ja. Das heißt, sie machen selber das Handelsvolumen, ja, bis zu 80, 90%. Und das ist natürlich eine ganz, ganz harte Geschichte, ja, wenn das so stimmt. Und selbst wenn das nicht stimmt, man kommt hier einfach nicht ran an sein Geld, ja. Schlechtes Investment, muss man einfach so sagen. Und deswegen bin ich kein Freund davon, das Geld irgendwelchen Firmen zu geben, wo das Geld blockiert ist, ja, Network-Marketing-Firmen oder irgendwelche anderen Produkte, wo das Geld wirklich lange blockiert ist und wo die Firma hier einfach mal die AGBs ändern kann und entscheiden kann, wie viele Coins hier einfach mal frei rausgehen auf dem Markt, ja. Und wie gesagt, früher, glaube ich, waren die mal 250 Coins pro Monat und jetzt geht ja einfach gar nichts mehr, ja. Und das kann einfach nicht sein, ja. Und das ist einfach schade ums Geld, ja. Das ist einfach verbranntes Geld. Man kann nur hoffen, dass der Kurs mal steigt. Und sie hatten ja mal vorgehabt, sie haben so eine, ja, ich glaube seit 2 Jahren oder anderthalb Jahren, nagelt mich nicht fest, ist diese Grafik bei 99%. Das heißt, wenn 100% ist, steigt der Platin-Coin von 5 Euro auf 10 Euro. Ja, aber das ist schon Ewigkeiten so. Und selbst wenn, würde es viel korrigiert werden, dann würde hier vielleicht eine 5 Euro stehen, ja. Weil das, was Platin-Coin angibt oder was die eigene Börse angibt, ja, Coinsbit, das ist ja nicht realistisch, hier kriegst du ja kaum Coins verkauft. Wenn du jetzt hier versuchst, 1000 Platin-Coins zu verkaufen, das kriegst du ja gar nicht. Weil die Leute kriegen ja bei Bithump den Coin um die Hälfte günstiger. Also hier sind so viele Ungereimtheiten. Passt für mich ja alles überhaupt nicht zusammen. Finde ich einfach nur schade, was hier abläuft, ja. Gerade für die Leute, die passiv Geld investiert haben. Klar, die Leute, die verkaufen können. Die werden mit Platin-Coin Bombengeschäft gemacht haben, ja, vertrieblich. Aber die Leute, die wirklich gesagt haben, ich habe die Chance von Bitcoin verpasst, ja. Was natürlich von vielen Firmen so ein Slogan ist, was gar nicht stimmt, ja. Der Bitcoin wird noch seine Verzehnfachung des Geldes machen. Aber natürlich da jetzt nochmal eine Rendite von 500x zu machen mit dem Bitcoin, wird natürlich schwierig. Aber viele Firmen haben damals geworben und erwerben heute noch mit Chance von Bitcoin verpasst. Passt, investiere hier das Geld und so weiter. Wird natürlich schwierig jetzt da mit dem Bitcoin und deswegen haben natürlich so eine Firmen wie Platincoin auch damals profitiert, ja, dass sie natürlich da Geld eingesammelt haben. Leute haben gedacht, ich kann jetzt hier richtig abcashen, ja. Coin einkaufen für 30 Cent geht vielleicht mal hoch auf 20, $25, aber nichts ist, ja, das Geld kommt hier einfach nicht raus und das ist schade. Und ich sehe jetzt hier aktuell, was ich gezeigt habe, sehe ich da einfach keine Entwicklung und deswegen habe ich jetzt meine Platin-Coins verkauft. Die 22, die ich hatte, ist zwar nicht viel Geld, aber wie gesagt, ich wäre hier auch gerne bereit gewesen, hier nochmal ein paar Tausend nachzulegen, ja, gar kein Problem, aber ich sehe hier aktuell gar nichts, ja, wirklich nichts. Und wenn ich die Chance hätte, jetzt diese Farming-Paket zu verkaufen, sind zwar nur 74, ja, ich würde es sofort tun, ja. Ich würde es sofort tun, weil das Geld, was ich investiert habe, diese 185, gut, ich habe das jetzt noch oben drauf gekriegt, glaube ich, knapp 55 Euro. Ja, das heißt, ich habe jetzt 240 Euro mit Platincoin gemacht, obwohl ich an die 185 ja nicht rankomme. Mit meinen Investments, die ich jetzt getätigt habe, oder mit meinen Coin-Analysen, MSP 2021, habe ich ja Renditen gehabt von über 3000% mit den ein oder anderen Coin. Und da hätte ich jetzt aus diese 185, hätte ich jetzt da optimal in meinen Coin da investiert. Ja, dann hätte ich jetzt 185 mal diese 3000%. Ja, hätte ich jetzt, ja, 55.500 rausgeholt gehabt. Ja, gut, das ist der Optimalfall, ja. Aber mit meinen Analysen habe ich einen Schnitt 600% gemacht pro Coin. Ja, wenn wir es wirklich fair berechnen. Das heißt, das Kapital mal 6. Und da hätte ich jetzt 1100 gehabt, ja. Und das habe ich innerhalb von 6 Monaten gemacht. Und bei Platincoin, glaube ich, bin ich jetzt schon fast ein Jahr dabei, ja. Und wie gesagt, das meiste ist ja totes Kapital. Was ich mir auszahlen lassen konnte, war 55 Euro gewesen, ja. Deswegen ist
ist im Großen und Ganzen ein ganz schlechtes Investment. Ich empfehle auch niemanden bei Platincoin zu investieren. Egal was sie erzählen, du kannst partizipieren an der Blockchain, du kannst an jede Transaktion mitverdienen, ja, was sie jetzt anbieten. Aber wenn jetzt hier das Handelsvolumen, ja, wenn da 80, 90%, ja, von diesem Handelsvolumen, ja, wenn da 80, 90% selber kreiert ist von Platin Coin, ja, dann bringt dir das ja gar nichts an der Blockchain zu partizipieren. Was man ihnen fairerweise vorhalten muss, sie sind schon seit 5 Jahren auf dem Markt, das haben die wenigsten Firmen geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Sie haben auch gute innovative Projekte, aber es zündet einfach nicht, ja. Die Projekte zünden nicht, die breite Masse ist skeptisch, Platin Coin gegenüber kommt einfach nicht rein, weil ansonsten würde hier nicht Platz 906 stehen, sonst wären sie nämlich in den Top 100 drinne, ja, weil das Potenzial mit den Produkten hätten sie ja in den Top 100 reinzukommen, aber sie schaffen es nicht, ja. Hat wie gesagt diverse Gründe und ich empfehle niemanden in Platincoin zu investieren und kauft euch lieber Coins, tut das Ganze investieren, das Geld ist jederzeit auszahlbar, ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo einen Coin kaufe, ich investiere 1000 und der Coin macht über Nacht 50%, ja, dann habe ich da 1500, da kann ich mir locker die 500 rausnehmen und die 1000 laufen lassen, ja. Dann habe ich schon mal sehr, sehr viel Risiko minimiert oder ich nehme halt die 1000 raus und lasse nur noch die 500 weiterlaufen, ja. Das ist für mich wirklich eine saubere und sichere Sache und nicht irgendwie das Geld in eine Firma zu schieben und sagen, kommt jetzt, macht mal was da draus. Ach, das ist einfach zu schlecht, zu mies und das hat auch die Vergangenheit gezeigt, dass Network Marketing mit Kryptowährung nicht gut funktioniert. Das meiste ist, hat sich nach 1 bis 2 Jahren verabschiedet. Manche Firmen konnten sich 5 Jahre halten. Einige, die früh dabei waren, konnten gutes Geld verdienen. Aber gerade für die Passivanleger, ja, die wirklich ihr Geld für sich arbeiten lassen wollten, die haben da in die Wäsche geguckt, ja, einfach zu wenig Geld mitverdient. Und das ist einfach wirklich schade und wirft auch ein schlechtes Licht auf den Kryptomarkt. Ja, muss man einfach ganz ehrlich sagen, ja, weil die Leute denken jetzt, ich habe in Kryptowährung investiert, ich werde jetzt hier Geld verdienen, etc. Mache jetzt ähnliche Renditen wie meine Freunde, die in Bitcoin investiert haben. Und dabei kommen dann halt so eine Geschichten hier raus, ja, wo hier einfach nur totes Kapital ist und nichts, ja, wirklich nichts passiert hier. Einfach nur traurig, schade um diese 12.000 Euro. Aber gut. Man muss halt nach vorne schauen, Kopf hoch, kann ich nur sagen, ja, es ist noch nicht zu spät, wir sind noch sehr, sehr früh dran, mit dem Kryptomarkt. Und ja, schreibt mir doch am besten mal rein in den Kommentaren, was haltet ihr vom Platincoin? Habt ihr selber investiert? Und wenn ja, was sind eure Renditen? Was habt ihr da rausgeholt? Habt ihr noch irgendwelche Anregungen bei mir und sagt, ey, was du jetzt erzählt hast, stimme ich überhaupt nicht überein, ja? Könnt ihr mir auch gerne mich kritisieren, ja, sachlich natürlich, ja, Kommentare, die nicht sachlich sind, werden gelöscht und wenn sie, ja, grenzwertig sind, die Kommentare, wird derjenige auch auf meinem YouTube-Kanal blockiert natürlich, ja, weil das ist nicht das Niveau, auf dem wir uns bewegen wollen. Schreibt es mir gerne rein in die Kommentare, wenn ihr mehrere Videos sehen wollt über den Kryptomarkt, wie man sein Geld da wirklich sauber und sicher anlegt. Denn abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke, lasst mir einen Kommentar und ein Like da, teilt dieses Video bei den Leuten, die wirklich jetzt auch bei Platincoin investieren wollen, teilt dieses Video, dass sie nochmal eine zusätzliche Meinung darüber kriegen, bevor sie investieren, dass sie meine Meinung noch dazu hören, warum sie es nicht tun sollten und nicht nur die Meinung haben von irgendwelchen Vertriebspartnern, die jetzt einfach mal das schnelle Geld sehen wollen und hier Leute reinziehen wollen ins Geschäft, ja. Also, liebe Leute, ich wünsche euch alles Gute, gute Renditen mit Kryptowährung. Euer Marc Spiering. Ciao, ciao.